Ja, wir sind zurück beim Landwirtschaftssimulator 15 mit GTA Rambo. Wir sind bei der Brauerei gewesen und haben unser Korn weggefahren. Und was gibt's in dieser Folge? Also in dieser Folge werden wir auf jeden Fall hier weiter unser Feld, unsere Ernte einbringen. Oh, hier ist ein Fahrzeug blockiert. Da müssen wir hier mal gleich eingreifen. Pickup senken. Machen wir den auf jeden Fall gleich mal weg hier. So. Okay, dann werden wir hier jetzt mal ein bisschen noch einsammeln. Jetzt haben wir halt ein bisschen... müssen improvisieren gleich am Anfang der Sendung. Wäre auch egal. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier ein bisschen einsammeln noch. Der Wagen voll ist, beziehungsweise wir werden hier, wir haben ja gesagt, wir werden in dieser Folge in die Viehzucht einsteigen, beziehungsweise Schweinemast. Getreide, Stroh haben wir ja schon drin in der Schweinemast und jetzt brauchen wir auf jeden Fall Kartoffeln. Und hier gibt es ja Kartoffeln, müsste es zumindest geben. Ich hoffe, dass es Kartoffeln sind. Ups, sind Kartoffeln. Würde eigentlich auch schon reichen, denke ich. Dann muss man hier die Kartoffeln, das können wir dann später mal mit dem Frontlader, denke ich mal, machen. Können wir hier ins Eck. Wie gesagt, bei der Karte ist ein Handbuch dabei. Hier im Eck kann man sie abladen. Und hier dann kann man auch Wasser abladen. So, werden wir hier mal reinfahren. Das kann ein bisschen dauern, aber ich glaube, es sieht nicht schlecht aus. So, dann kann man hier auskippen. Okay, jetzt kippt er natürlich rechts. Passt schon voll. Okay. Schon voll. Geht aber nicht viel rein, oder? Hat Früchte. So, was brauchen wir denn noch? Silofutter haben wir noch keins. Mischration haben wir auch noch keins. Wasser brauchen wir. Wasser. Produktivität wäre schon auf 31%. Das ist nicht schlecht. Wir haben zwar noch keine Kühe. Okay. Also dann fahren wir hier die ganze Sache wieder raus. Und kippen das hier gleich mal ab wieder. Ich denke, das kann man dann später dann mit einem Frontlader dann machen. Das ist ja hier gleich um die Ecke das Lager. So, jetzt müssen wir hier zielen. So, einmal reinfahren und einmal kippen. So, und dann brauchen wir auf jeden Fall was wir als erstes brauchen. Ist ein Wassertank. War, müssen wir mal schauen. Gibt es doch bei Diverses, glaube ich. Diverses, ja, hier mobiler Wassertank muss wieder 7000, ja, den könnten wir uns eigentlich gleich mal leisten. So. Den können wir dann abholen bei unserem Händler. Beziehungsweise. Ich werde jetzt einen kleinen Cheat-Trick anwenden. Ich hoffe, dass ihr es nicht als Cheaten bewertet. Ja, wir können uns ja, wir haben es ja, wir können ja das mobile Gerät
hier zum Hof liefern lassen. Ist ja nicht so, wir sind ja keine armen Bauern. Freie Hauslieferung nennt sich das im Fachjargon. Werden wir den hier auf jeden Fall abtanken. So, dann können wir auf den hier umschalten. Wir können mit dem hier mal weiterfahren. Und hier unser Stroh aufladen, bis wir dann oben in unser Kuhlager, also in unser Futterlager ablagern. Später können wir dann ja mal Ballen pressen, wenn wir mal ein bisschen Geld haben. So. Machen wir hier die ganze Sache mal voll. Aber unsere nächste Anschaffung ist dann auf jeden Fall ein dritter Trecker. Ein bisschen größerer mit PS. Wahrscheinlich den, wo wir schon in der anderen Map gehabt haben, der blaue, der mit Frontlader, der ist eigentlich nicht schlecht. Der gefällt mir irgendwie. Der zieht gut, hat einen Frontlader, ist einigermaßen von der Größe her okay. Also den werden wir auf jeden Fall, ich glaube, der kostet so um die 150.000, glaube ich. Auf den sparen wir mal auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall die alten hier, die werden wir behalten. Vielleicht den hier, den tauschen wir aus gegen einen anderen. Aber auf jeden Fall drei Trecker braucht man schon. Okay, die paar Zipfele hier kann man ja auch mal noch liegen lassen. Machen wir hier voll. Dann fahren wir mal rüber und schauen mal nach unserem... Was machen die eigentlich hier? Ja, jetzt blockiert er hier wieder. Ist natürlich nicht gut. Nicht sehr optimal. Gut, dass wir geschaut haben, weil ich habe schon gedacht, dann müsste rein theoretisch, müsste der mir schon längst entgegengekommen sein. Nee, bei mir kann ich nicht abtanken. So, jetzt haben wir voll. Das heißt, wir können hier gleich rüberfahren. Hier oben geht es glaube ich auch am Feld entlang zu den Kuhstellen. So, jetzt fahren wir hier mal rüber. Hier ist ein Zaun im Weg. Egal. Fahren wir so rüber. Hier querfällt ein. Egal, wir haben ja Allrad. So, jetzt fahren wir hier hoch. Ein Loch ist im Schuh. So. Hier zurück. Und Kuh. Klappt da wie am Schnürchen. Dann brauchen wir noch Gras.
Dann können wir noch Gras hier in Silo einfüllen und dann können wir schon mal Silage machen. Ich glaube, es läuft. Ja, voll, ne. Hallo? Aber man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. 7.48 Uhr, wir haben ja früh am Tag. So, fahren wir wieder zurück. Was macht der hier? Fährt rückwärts. Wo ist denn unser Mähdrescher? Hier ganz da vorne. Ich glaube, so klappt es jetzt auf jeden Fall gut mit dem Auto combined. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Das ist ja in Wirklichkeit, fährt man ja auch im Kreis rum und nicht hier immer hoch und ab. Sondern die fahren ja in Wirklichkeit auch im Kreis. Aber der ist noch gar nicht so voll. Doch, jetzt ist schon Feuer, oder? Jups. So, dann können wir den abtanken. Und mit dem hier mal auf den Hof fahren. Also es gibt immer was zu tun. Wie bei Hornbach. Oder bei Bauhaus. Oder was bei... Praktiker? Ne, Praktiker gibt es ja nicht mehr. Praktiker hat ausgepraktikt. So, jetzt fahren wir hier rechts. Ne, links ist es doch. Andere rechts. Auf jeden Fall fahren wir hier. Dann können wir hier mal unseren Ladewagen stehen lassen. So. Und hier unser Wasserfass. Also hier ist auf jeden Fall der Punkt, wo die Fahrzeuge dann wieder spawnen. Wenn man sie zurückstellt, das haben wir jetzt hiermit auch getestet. Dass das funktioniert, das ist ja wichtig, da man das weiß. Sonst gibt es irgendwann mal böse Überraschungen. Und dann haben wir hier ja einen wunderbaren Teich. Hier zirpen ja die Krähen, die Frösche, ja. Die Fische, genau. Hier fahren wir jetzt rein. Einmal mit R. Tankern. So. Das reicht auch jetzt. Wird wahrscheinlich eh nicht viel reinpassen vom Wasser her. Kann ich mir vorstellen. Oder jetzt fahren wir wieder hier rückwärts rein. Mit der Karre hier. Da haben wir schon 7000 investiert. In unseren Hof. Oh, was war das? Was war das schon? Abgas. Weil ich schon dachte, da spritzt Wasser raus. Wasser auffüllen. Da brauchen wir gar nicht so weit rein. Oderle, jetzt ist es voll. Jetzt müssen wir alles haben, oder? Habe oder habe nicht. Gut, Getreide, Ortfrüchte, Wasser, Stroh, Mist. Vorher eigentlich nur noch Mischration und Silofutter. So. Also, fahren wir hier wieder weg. Und dann kann man doch hier, habe ich gelesen, die Hühner, die brauchen auch Wasser. Aber wo?
Aber ich glaube, das werden wir in der nächsten Folge erleben, wie die Hühner zu Wasser kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier war. Ich werde es rausfinden für euch. Wo hier die Hühner. Hier? Nee. Die Hühner Wasser. Für die Hühner kann man nämlich auch Gerste abladen. Und Wasser, und dann haben die auch eine höhere Produktivität. Und die Hühner laufen hier auch auf dem Hof dann rum, aber das seht ihr in der nächsten Folge. Also, bis dann, euer GTA-Rambo.